So. Ja, ich... herzlich willkommen zu Dawn of War. Entschuldigung. Keine Ahnung, wo ich gerade war. In Gedanken. Aber es geht weiter. Mit dem Avatar des Kane. Der uns genau in dieser Arena erwarten wird. Und dann müssen wir ihn leider platt machen, weil er hat ja darum gebettelt. Will ja hier nur uns bekämpfen, anstatt die Tyranniden. Und hier chillt dann unser Relaisignal. Oh, verdammt, so ein 4-Runen-Laser. Heiliges Terra. Ja, die Elder sind wirklich tödlich. Scheiße, und sollte mich nicht hier so einzwängen lassen. Nein, und ihr steht genau da drin. Kann ich Metabomb gegen ihn einsetzen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja zu meinem Vorteil oder so. Kannst du mit der Schrotflinte vielleicht den Runenleser seinen Kopf wegschießen? Oh, sah doch ganz nett aus. Tarkus, reinhauen. Knapp. Der Avatar mit seinen... ja, fast 300.000 Leben. Nett. Weg. Sprit. Nicht im Nahkampf. Weg, 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 weg. So, Tarkus ist auch wieder bereit. Und der Oberkommandierende kann wieder da versuchen, im Nahkampf Actions zu machen. Verdammt, ich hab gedacht, der bleibt da stehen. Ah, weg. Weg, 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 weg. So. Der Feind zielt auf einen unserer Gefechtstürme. Na, badapap. Na, vielleicht läuft der irgendwann mal in die Mine rein. Dann benutze ich die wenigstens auch mal. Du machst, Oberkommandierender. Pack den kaputt mit deiner... mit deinem Hammerchen. Scheiße. Gardisten und Runenleser. Euch will ich nicht hier sehen. Ich das schon gesagt? Ah, verdammt. Verdammt. Und noch ein Phantom? Wollt ihr mich verarschen? Phantomlord hier? Habt ihr irgendwie ein Ding an der Waffel? Aber gegen ihn kann ich wenigstens meine... wirklich? Die Melterbombe sollt ihr werfen auf den Phantom. Ja. Läuft ja grandios. Oh, ja. Gut. Runenleser, bitte sterben. Danke. Cyrus und Tarkus sind hier. Wo ist ein Avitus? Avitus ist da, auch da und kann so gut wie gleich wieder reinhauen. Tötet diese verdammten Elder! Sinnvoll, der Einzige, der gut gegen... gegen Panzer oder Flammenwaffen, keine Ahnung, Action, Kacke, Mann, verreck.
Beschützt die Alten! Erschlagt unsere Feinde! Ach, ihr habt doch keine Chance. Scheiß Banshees. Banshees. No! Der versteht doch sowas nicht. Verdammt! Ich hab gedacht, das bleibt doch mal ein Stückchen länger stehen. Ja, dauert schon 5 Minuten hier, der Action-Zeug. Ah, dann werden wir einfach die Runenleser in Nahkampf verwickeln. Oh, verdammt, nicht gesehen. Oh, nö. Nee. Und jetzt fliegt auch noch die Granate daneben. Ja, und im Illumsar. Hier, komm. Nee, doch nicht. Ist nur so ein Falcon. Aber trotzdem stresst du. Scheiße! Warte mal, direkt auf meine Position! Und reinhauen! Boah, shit, Alter. Sieht ja richtig gut aus für mich. Verdammt. Jetzt muss ich da Cyrus ganz klammheimlich hinschleichen und die wiederbeleben. Da kann ich mich wieder zurückziehen, damit ich auch da ja in voller Stärke auftauche. Ach, scheiße, das Thaddäus wäre in dem Sinne... Naja, vielleicht doch besser gewesen. Also um die ganzen Nahkämpfer zu binden, aber jetzt so zum Wiederbeleben ist natürlich Cyrus besser. Ich tauche in den Schatten ein. Fallt nicht, Brüder. Die haben mich gesehen, verdammt. Bestätigt. Verdammt. Einer unserer Aspiranten ist gefallen. Es gibt nur Krise. Die Elder haben das Feuer eröffnet. Scheiße. Na, läuft ja überhaupt nicht. Scheiße. Bitte, 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 bitte. Danke. Das läuft ja sowas von beschissen. Naja, wenigstens sage ich schon mal Avitus wieder. Hier ist Avitus. Bevor die Tilgung beginnt. Scout-Trupp bereit für Befehle. Ich brauche ja noch ein paar Kisten. Ach verdammt, das geht ohne. Ah, scheiße. Ach komm, laber nicht. Das ist eine Rakete in die Sicht. Oder... Schnell weiter. Natürlich rennt er genau durch beide durch. Nee, doch nicht. Hack doch bitte den endlich kaputt. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal... So, schnell weg da. Hm.
Scheiße, Abitus ist gestorben, hab ich nicht bemerkt. So zum Kotzen. Scheiß Eder. Scheiß Penner. No, no. Läuft da überhaupt nicht so wie soll. Sergeant Tarkus. Ja. Tachchen. Vielleicht ein taktisches Vorrücken. Er lenkt den ganzen Beschuss auf sich und er versucht beide wiederzubeleben. Oder nur einen. Zielpriorität bestätigt. Toll. Scheiße. Ach man. Es ist zum Kotzen. Oh man. No, und nochmal hin und nochmal versuchen, den da wieder zu beleben. Alter. Ich muss ihn da erstmal weglocken. Kann da nicht einfach so stehen bleiben. War bisher nur Kacke. Da stehen zu bleiben. Findet eure Kraft, Brüder. Wir werden beschossen. Natürlich stand er genau drinne. Leb ihn einfach wieder. Du machst das schon. So. So. Wie einer geht jetzt drauf am Rückweg. Mann. Hat er ein bisschen viel Leben und seine Ads sind einfach mal viel zu nervig. Jetzt bist du ein Devastor, Bruder. Hm. Ja, bitte, jetzt. Eindruck, es kommen jetzt nicht neue Verstärkungen. Für ihn ist er nämlich ziemlich beschissen. Oh, da hinten sind noch ein paar Versorgungskisten. Für die Ehre und den Imperator neu positionieren. In den Krieg. Muss ein bisschen verteilen hier wieder. Schieß mal bitte hier jetzt einmal kurz drauf, damit er stirbt. Oh, verdammt, so viele Warpspinnen. Oh, hier sind doch noch ein paar. Weg, 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 weg. Oh, verdammt. Weg, weg, weg. Nein! Cyrus stand wieder genau drin. Zu spät gesehen, immer das gleiche. Jetzt habe ich ja wenigstens mal wieder die Kontrolle über den Kampf bekommen, ey. Das war ja vorher richtig schlimm. Ah. Werft Granaten.
auf dieses Ziel. Weg, 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 weg. Na, hätte ich mal lieber für eine andere Situation verwendet. Aus der Entfernung angreifen. Einer Sonne! 5000 Grad im Nahkampf. Jetzt! Schlag zu, bevor er sich erholen kann. Du haust mal lieber kurz drin. Der burnt mich hier weg. Geht immer gar nicht. So, wir brauchen alle Unterstützung hier. Geht immer gar nicht klar, wie der hier uns wegräumt. Scheiß Avatar. Los, volle Kanne immer ruf. Solange in dem Radius los, kill deine eigenen Verbündeten. Ja, kannst du machen. Deine Verbündeten kannst du abhielen, wie du willst. Verdammt, natürlich steht er jetzt da nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh. Natürlich stand ich im Weg. Den einzigen, auf den ich nicht geachtet habe. Und weg. Nein! Kannst du doch bitte einfach drauf gehen, oder? Willst du nicht so freundlich sein? Hat er nur noch 24.000 Leben. Ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 Cyrus kann mal wieder kommen und der Oberkommandierer. Los, jetzt kommt man hier wieder. Wir brauchen euch. Jetzt haben wir hier fast die ganze Folge nur mit Avatar des Kane kaputt machen verbracht. Ja, der Sniper, der sowieso nicht im Nahkampf aushält, soll jetzt im Nahkampf gehen. Nicht mal im Fernkampf hält er was aus. Oh, kannst du über eine Mine rüberlaufen. Der hat trotzdem einen noch erwischt und jetzt überlebt? Nee, wollte schon sagen. Oh, verdammt. Oder wir locken ihn jetzt einfach mal in die Minen. Tarkus, kannst du hier wieder herkommen. Ja, jetzt machen wir hier nicht so eine Action. Sondern komm hier in die Richtung von uns da oben gelaufen. Dann kannst du in den Minen reinlaufen. Boy! Los! Ja, geh auf Tarkus. Es war gerade erst angekommen und hat dir noch gar nichts getan, aber egal. Alter! So. Ja, du musst dann schon über die Minen laufen. Jetzt lauf doch mal über die Minen, du Hacken, Spacken, Po-Kopf. Ja, dann eben nicht über die Minen. Wisst ihr was? Komm, dann schießen wir jetzt einfach so weiter. Das ist sowieso keine Chance mehr hier. Na endlich! Alter! Schlimm! Eine ganze Folge nur lang diesen hin und her rennen und Kackwurstball zusehen, wie er stirbt. Oh. Ja, tut mir leid für euch, aber... Ja, hoffentlich war es das wert, dieses Ding hier. Gut, es hat überhaupt keinen überlebt. Ja. Grandioste Leistung, die ich gesehen habe. Grandioste Leistung. Mann, jetzt kann niemand mehr reden. Oh, schnell weg hier. Oh. Oh, ein Glück, fertig. Puh. Ein legendärer Sieg, Kommandant. Nur wenige können solch eine Monstrosität besiegen und anschließend noch davon berichten.
Es scheint mir immer noch Wahnsinn, dass die Eldar uns mitten in dieser Plage angreifen. Nach allem, was wir bislang erfahren konnten, war es der Plan der Eldar, dass der Avatar Typhon in Asche verwandelt, damit die Tyranniden nichts haben, wovon sie sich ernähren können. Einverstanden. Cool, dass das Ding sinnvoller für mich ist. Aber etwas anderes mit diesem Sektor im Sinn. Sie hätten nicht so viel geopfert, nur damit die Tyranniden weniger zu essen bekommen. Kommandant Gabriel, Cyrus hat recht. Eldar sind keine Narren. Ich fürchte, dass Sie recht haben, Davian. Die Eldar werden uns vermutlich weiterhin ein Dorn im Auge sein, wenn dieser Konflikt vorüber ist. Aber wir können unsere Konzentration nicht von der Tyranniden-Bedrohung abwenden. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir sie aufhalten. Angelos Ende. Ach, können wir wegwerfen hier. Ja, weg damit. Such mal hier für Cyrus. Und die sind alle darüber, war weg. Neun Fernkampf. 12% Genauigkeit. Oh, mal so hier. Bam, weg damit, weg damit. Kann man das alles wegwerfen? Weg. So. Können wir die Ventule hier auch noch ausrüsten? So, Thaddeus ist auch gelevelt. Dann kriegt er demnächst Terminatorenrüstung. Was ich um einiges besser für ihn finde, als diese komischen Kacke hier. So. Ja, Hauptsache mehr Schaden, würde ich sagen. Haben wir vielleicht noch eine neue Rüstung für ihn? Das brauchen wir nicht. Nahkampfschaden. Kann man das vielleicht für Cyrus verwenden? Auf jeden Fall danach dann. Nahkampfschaden ist immer gut. Ah, das können wir wegwerfen. Scheiß drauf. Das sieht mir auch nicht so sinnvoll aus. Nahkampffähigkeiten, Widerstand gegen Nahkampfschaden und Nahkampfschaden. Ah, weg damit. Teilweise hat er dann was Besseres. Thaddeus. Und... oh. So sieht's aus. Teleporter-Pack? Kann er natürlich nicht mit Terminatoren-Rüstung verwenden. Ist doch totaler Schwachsinn. Ach, naja. Wurst. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.